Auf ein neues. Nee. Nein, man sieht dich nicht. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute in einer leicht ungewohnten Umgebung. Ich bin bei mir am Arbeitsplatz im Büro und ich wollte gerade meine neue 10 Favorites aufnehmen. Ich mache die Aufnahme jetzt zum zweiten Mal. Ich habe gerade vergessen, aufnehmen zu drücken. Naja, nichtsdestotrotz fangen wir jetzt einfach mal an. Los geht's. So, Freunde. Eine neue Ausgabe meiner 10 Favorite Pieces der Woche habe ich rausgesucht. Ich habe 10 Sachen rausgesucht, die ich ganz cool fand. Okay, so ist das im Bochum. Wenn man einen Kollegen dabei hat, dann wird man auch schon mal irritiert. So Leute, ich habe 10 neue Pieces rausgesucht, die mir die Woche auf Online-Shops ins Auge gefallen sind. Wie schon gesagt im vorigen Video, ich werde dafür nicht bezahlt oder habe keine Affiliate-Links, wo ich irgendwas vom Kuchen von abbekomme. Sondern es sind einfach nur 10 Sachen, die mir ganz gut gefallen haben, die ich euch gerne zeigen möchte, die ich mir eventuell kaufen würde oder ja, überlege zu kaufen. Deswegen fangen wir einfach mal an. So, hier haben wir das erste Piece und zwar ist das eine Shirling-Jacke, die habe ich bei Endclothing gesehen und zwar von der Marke Sauland Max. Habe ich vorher noch nie gehört, die Marke, aber die sieht auf den Bildern sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Von Qualität sehr cool aus. Steht allerdings dabei, dass das Innenfutter in der Description 100% Polyester ist. Da müsst ihr darauf achten. Also es ist Fake Shirling Innenfutter, also kein echtes Fell. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Jacke trotzdem qualitativ sehr hochwertig ist. Es gibt nur ein kleines Aber. Sie hat so einen blauen Reißverschluss. Da müsst ihr darauf achten, ob das was für euch ist. Finde ich, wirkt aber, wenn man die angezogen sieht, fällt es nicht großartig auf. Aber es ist schon etwas, wo ihr drauf achten solltet. Ja, fand ich sehr nice. Und für 285 Euro finde ich auch noch voll vertretbar. Für so eine schöne Jacke, die über die nächsten Jahre auch in deinem Kleiderschrank quasi Platz hat und immer wieder jeden Winter neu gerockt werden kann, ist in Ordnung. Allerdings ist mir hier noch aufgefallen beim Sizing, das Model ist 1,96 und trägt Medium. Also ja, für die ganz kleinen Menschen wird das wohl nichts. Aber ich sag mal so, für die Leute, die so groß sind wie ich, circa mit 1,80 Meter rum, da würde ich dann eine Größe S bestellen, um das einfach mal zu testen. Ja, sieht nicht schlecht aus. Und das Coole ist, ihr könnt sowas immer ohne Probleme zurückgeben. Die haben auch gerade Free Shipping dabei, deswegen ja, testet das einfach mal, falls das für euch ist. Ich fand die ganz nice. Kommen wir zum Piece Nummer 2 und da ist mir ein T-Shirt aufgefallen. Und zwar war ich letzte Woche mit dem Costa im Bräuninger ganz kurz drin. Und die haben da auch Amiri-T-Shirts drin. Ich habe das T-Shirt leider auf der Bräuninger-Seite nicht gefunden. Deswegen habe ich das bei Farfetch gesucht und habe es auch da gefunden. Das ist so wie so eine Art Vintage-Rocker-T-Shirt von Amiri. War von der Qualität und vom Fitting sehr, sehr cool. Habe ich mir aber nicht gekauft. Ja, keine Ahnung. Mir war es in dem Moment einfach zu teuer, 350 Euro. Nichtsdestotrotz ist die Marke gut im Hype. Ja, die Sachen sind immer ganz cool. Im Thema, beziehungsweise viele Fußballer etc. tragen die Marke. Mir ist das leider so ein bisschen Abklatsch von dem alten Saint Laurent, wo Hedi Slimani noch Chefdesigner da war, aber ja, das T-Shirt hat mich trotzdem überzeugt und ich fand's cool, deswegen wollte ich es einfach mal mit reinpacken. Kommen wir zum Piece Nummer 3 und beim Piece Nummer 3 bin ich gerade von der Seite abgekommen, aber ich mach's mal ganz schnell auf und zwar ist mir da der Hoodie, den ich in meinem letzten Video anhatte, und zwar ist der von Fear of God Essentials. Die Sachen gibt es auch gerade wieder aktuell neu bei Pexan, die haben da neue Sachen reingepackt. In dem Fall, ich trage da Größe S, ihr müsst ein bisschen auch da auf Sizing achten. Die Sachen sind sehr oversized geschnitten, also eher würde ich, S ist so ein normales M bis L, dementsprechend, wenn ihr dann noch größer geht, müsst ihr sowas einkalkulieren. Ich würde aber nichtsdestotrotz nicht nur die ganzen Sachen auf diesen Hoodie runterbrechen, sondern wenn ihr in die Kollektion euch komplett anguckt, da gibt es ziemlich coole Pieces und die shippen mittlerweile auch nach Deutschland. Ich habe da selber ein bisschen zugeschlagen und ja, müsst da nur mit einberechnen, dass da noch Zoll, Versand oben drauf kommt. Aber die Sachen sind, ich sag mal, für Fear of God halt günstig, weil normalerweise Fear of God kann man sich eigentlich fast gar nicht erlauben. Ne? Ist sehr, sehr teuer. Dementsprechend guckt da einfach mal rein. Kleine Empfehlung. Sehr nice.
Kommen wir zum vierten Piece. Und beim vierten Piece habe ich was gefunden, ein bisschen Herren-Style-mäßig angelehnt. So ein bisschen auf Herren-Style angelehnt, ne? Und zwar ein Doppelreihermantel, ein Fischkettenmuster bei Massimo Dutti. Kostet 250 Euro. Ist in Ordnung für so einen Mantel, weil so, für so ein Piece habt ihr mehrere Jahre was von. Also das ist nicht so ein Eintagesfliege wie so ein Amiri-Shirt oder so ein Fear of God-Geschichte, was ihr ein, zwei, vielleicht Sommer lang tragen könnt. So ein Mantel könnt ihr einfach fast euer Leben lang tragen und dementsprechend, ja. Der ist sehr, sieht sehr, sehr cool aus den Fotos, leicht brushed, also so leicht verweicht, also ja, wie soll man sagen, brushed halt, ne? Also ist nicht ganz glatt und nicht ganz strukturiert, sondern so ein bisschen flusig, so sieht das schon fast aus, ne? Aber sieht sehr, sehr cool aus und eine coole Länge. Nicht schlecht auf jeden Fall. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal abchecken. Alle Größen sind noch vorhanden. Und auf jeden Fall auch eine kleine Empfehlung in Sachen Herrenstyle. Kommen wir zum fünften Piece und da habe ich eine Cargo Chino Pants gesehen und zwar bei Zara. Aktuell für 50 Euro, also 49 Euro. Sieht eher aus wie eine Chino mit so zwei Cargo-Taschen an den Seiten dran. Ist mir aufgefallen, weil zum Beispiel der Costa hatte letzte Woche auch so eine Cargo-Pants an. Die waren ein bisschen anders geschnitten, aber die sah ziemlich cool aus. Und ich dachte, gucke ich mal rein, wo ich sowas finde. Und ja, die sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Bei Zara müsst ihr allerdings darauf achten, die Online-Bilder sehen immer extrem gut aus. Also im Prinzip würde ich sagen, hier nehmt mein Geld. Aber wenn ihr die Sachen dann in der Hand haltet, ist es meistens eine Enttäuschung. Deswegen, ich habe die einfach mal bestellt. Ich gucke sie mir mal an. Ich lasse euch natürlich auch ein Feedback da, ob die gut ist oder nicht. Aber in dem Fall fand ich die ganz nice optisch. Die gibt es sogar auch noch in beige. Wenn ich hier runter scrolle, ist die sogar auch noch in beige zu sehen. Deswegen, ja, eine coole Shorts und dementsprechend, ja, kleine Empfehlung. Mal testen kann man das auf jeden Fall. Wenn nicht, gibt man es einfach zurück. Kommen wir zum nächsten Piece und zwar habe ich da auch noch einen Mantel gefunden, den es letzte Saison bei Suit Supply gab. Und da, die haben da wohl noch mal ein bisschen Stock oder was nachgeordert. Auf jeden Fall ist der jetzt wieder im Store, Online-Store vertreten. Das ist ein Doppelreiher mit so einem Gürtel, mit dem man sich um die Hüfte binden kann. Der ist sehr, sehr cool, allerdings nicht mehr in vielen Größen verfügbar, nur noch 50 bis 56, also relativ groß geschnitten. Ist allerdings auch da ein zeitloses Piece, also wenn ihr sowas quasi kauft, könnt ihr das noch euren Kindeskindern vermachen, wenn ihr damit pfleglich umgeht, denn Mantel trägt man natürlich auch nicht jeden Tag wie quasi eine Unterhose andauernd, sondern im Prinzip ja dementsprechend ein bisschen begrenzter. Sieht sehr cool aus, kleine Kaufempfehlung, allerdings für 400 Euro ist es natürlich auch ein Piece, wo ihr euch das zweimal überlegen solltet, aber ja, der Mantel ist sehr, sehr nice. Kommen wir zum nächsten Piece, was ich gefunden habe, beziehungsweise eine Empfehlung von mir ist. Und zwar sind das von Moyas, die sogenannten Penny Loafer, die ich selber auch habe. Kosten 230 Euro. Ich habe die jetzt hier in dieser hellen braunen Variante rausgesucht. Ich muss sagen, Fitting und Material und Passform und vor allem Bequemlichkeit ist wirklich super. Also kann ich nichts Negatives von sagen. Das Einzige ist natürlich der Preis. Ne? 230 Euro für ein paar Penny Loafer ist natürlich schon... Ist schon eine Menge Geld, allerdings habt ihr da auch wieder was, ich sag mal, was länger von. Das ist nicht ein Piece, was im Prinzip eine Eintagsfliege ist. Da habt ihr sehr lange was von und desto öfter die ihr tragt, desto noch bequemer werden die. Aber die waren bei mir zum Beispiel von Anfang an sehr, sehr bequem. Die gibt es in der Wildleder-Variante in diesem hellbraun und dunkelbraun. Und dann gibt es die nochmal in Glattleder in vier anderen verschiedenen Farben. Und auf jeden Fall könnt ihr euch das mal abchecken. Und sehr cool. Kommen wir zum nächsten Piece und da habe ich bei Zalando und zwar von Jack & Jones Premium wie so eine Art Flannel, ein gefiltertes Flannel gefunden mit so einem Sherpa-Kragen oben für 129 Euro. Ist auch noch in allen Größen verfügbar, finde ich aber vom Colorway und vom Fitting auf den Bildern sehr nice. Hat mir sehr gut gefallen. Müsst bei solchen Sachen immer als kleinen Tipp darauf achten, guckt immer, ob eine Passform hinterlegt ist, wie das, was ein Model trägt. In dem Fall ist es Model 1,87 Meter und trägt halt L. Ich würde halt für mich halt eben M bestellen, ne? Und dann zu gucken. Aber es sieht sehr cool aus, auch mit dem Hoodie und so auf den Fotos cool dargestellt. Auf jeden Fall nice und könnte man mal machen und mal antesten. Ja? Überlege ich mir noch.
Kommen wir zum vorletzten Piece und da habe ich einen sehr, sehr coolen Hoodie gesehen und zwar bei The Couple Sports. Und zwar mit so einem Totenkopfmuster drauf, aufgestickt, dunkelblauer Hoodie. Der sieht qualitativ sehr, sehr hochwertig aus, ist allerdings auch sehr teuer. Da würde ich euch teilweise so empfehlen. Solche Pieces gehen nicht immer ganz so schnell weg. Bei The Couples zum Beispiel so, entweder es geht direkt ratzfatz weg oder die haben es jetzt länger im Store. Da würde ich euch eventuell empfehlen, falls ihr sowas wirklich gut findet, wartet auf den Sale. Also da könnt ihr eventuell noch Schnapper machen. Wenn ihr jetzt sagt, es juckt euch so sehr in den Fingern, dann kann man natürlich direkt zuschlagen. Aber in dem Fall, solche Pieces gibt es auch mal zu der Hälfte günstiger im Sale. Deswegen, ja. Aber den fand ich sehr cool. Und ja, würde ich mir fast überlegen zu kaufen. So, und jetzt sind wir schon beim letzten Piece angelangt und da habe ich die gute alte Teddy Saint Laurent Jacke rausgesucht, allerdings diesmal in der Schwarz-Schwarz-Variante. Ich habe die in Schwarz-Weiß und in Khaki-Weiß. Mit 1,7, also ich glaube, da muss man sich wirklich sehr, sehr lange überlegen, ob man das Geld dafür ausgeben möchte. Wobei ich euch sagen kann, bei solchen Pieces gibt es einen sogenannten Reseller-Markt. Also es gibt zum Beispiel jetzt Facebook-Gruppen, Grail, oder verschiedenste Reseller-Märkte, wo ihr solche Sachen für fast den gleichen Kurs wieder verkaufen könnt, also für sehr, sehr gutes Geld auch. Und ja, dementsprechend solche Evergreens könnt ihr da schon mal auch gebraucht finden. In dem Fall ist es eine sehr, sehr coole Jacke. Die gibt es, glaube ich, auch noch in allen Größen. Und ja, ich habe zum Beispiel meine Khaki einfach im Sale gekriegt. Es gibt zweimal im Jahr auf der Saint Laurent Seite so einen genannten Sale. Ich habe dann im Berliner Store angerufen und gefragt, habt ihr die Jacke da, könnt ihr mir die besorgen? Dann habe ich das bezahlt und dann haben sie mir die Schuhe zugeschickt. Also ich habe wirklich nur die Hälfte dafür bezahlt, um die 700 Euro und dementsprechend, klar, immer noch viel zu viel Geld, aber ja, ich weiß nicht, ich habe es einfach gemacht und ich mag die Jacken, ich trage die sehr, sehr viel und dementsprechend bin ich da happy mit. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er so viel Geld für irgendwelche Pieces ausgeben möchte, aber ja. Ab und zu mache ich sowas schon mal bei gewissen Keypieces. Ab und zu mal ist es bei mir auch ein Fehlkauf, aber ja, ich versuche das schon so ein bisschen zu begrenzen, dass ich diese ganzen Hype-Sachen wirklich auf so Evergreens beschränke, die ich dann wirklich lange tragen kann und nicht mehr so Eintagsfliegen. So, Freunde, das soll es auch hier gewesen sein, meine 10 Favorite Pieces der Woche. Lasst mir auf jeden Fall ein Feedback da, ob ihr euch das eine oder andere Piece gegönnt habt, beziehungsweise ob es euch gefallen hat. Ein Abo und ein Like würde ich mich auch extrem darüber freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Peace, haut rein, ciao.